So, eigentlich war das Ganze geplant mit meinem Kärcher WD3P, aber der hat eben nur 1000 Watt und das Problem ist, der Filter ist dann irgendwann relativ schnell dicht und man muss es ausklopfen und so weiter und so fort. Jetzt seht ihr die Bude hier, das gute Stück, das ist ein Bosch GAS 25 L SFC. Der hat eine halbautomatische Filterreinigung, das bedeutet, ich muss den Schalter hier auf Filterreinigen drehen, dann rotiert oder vibriert da drin irgendwas und der Filter wird quasi ausgeklopft. So, jetzt gibt es auch noch den Gerät, der nennt sich GAS, den gibt es dann nicht als 25, sondern noch als 35 L AFC. Der hat also eine automatische Filterreinigung oder Filtercleaning oder wie auch immer. Und das bedeutet, da muss ich nicht extra auf Filterreinigen drehen, sondern der macht, der prüft permanent die Saugleistung vom Staubsauger und legt dann irgendwann fest, okay, alles klar, der Filter muss jetzt gereinigt werden und macht das automatisch. Und das finde ich schon mega geil, muss ich euch sagen. Und deswegen habe ich den auch gleich in meine Idealo-Liste reingepackt und der ist gar nicht so mega viel teurer als das Gerät. Ich glaube, der hier, der GAS 25L SFC, liegt gerade bei Idealo bei 265 € und der 35 AFC bei 360 € dächtig. Naja, ist alles nicht billig, aber ich will den ja nicht nur für die Werkstatt verwenden, sondern wenn wir hier weitere Renovierungsarbeiten haben und sowas, möchte ich einfach ein flexibles, aber mega geilen Staubsauger haben. Und ja, deswegen soll es das eben mal irgendwann werden. Hallo und herzlich willkommen hier bei Hobbybuilding, dem neuen Heimwerker-Kanal auf YouTube. Keine Angst, es geht nicht darum, wie viele von den Boxen ich hier übereinander stapeln kann oder auf den Staubsauger drauf stapeln kann. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich wollte es einfach mal nur getestet haben, damit ich weiß, dass es auch wirklich funktioniert. Ja, es funktioniert und ist auch eine ideale Höhe, so muss ich mal sagen. Ne, im Video geht es heute wirklich um den Knecht ganz unten drunter, um den Bosch GAS 35 L AFC. Was kann der alles so und warum ist dieser Staubsauger für mich der perfekte Staubsauger für meine Werkstatt? Bevor wir jetzt mit den Einzelheiten zum Staubsauger starten, noch ein ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr euch neue Geräte von Bosch Grün oder Bosch Blau kauft, registriert diese Geräte auf der Online-Seite oder auch über die App. Ich blende euch das gerade mal alles ein. Denn innerhalb von 20 Tagen nach dem Kauf könnt ihr die Geräte, wie gesagt, registrieren und erhöht dadurch die Garantielaufzeit von 2 auf 3 Jahren. Ganz wichtig. Und kostet nichts. So, warum ist es jetzt ein Staubsauger von Bosch geworden? Es gibt ja auch noch viele andere Hersteller, die auch gute Staubsauger machen. Ihr habt es aber gerade schon gesehen, ich habe schon relativ viel Werkzeug von Bosch Blau oder teilweise auch Bosch Grün. Und ich bin eben so ein Typ, ich bin schon relativ markentreu. Das bedeutet nicht, dass ich stumpf einfach alles von einer bestimmten Marke kaufe, ohne drüber nachzudenken, ohne zu vergleichen oder sonst irgendwas. Das mache ich nicht, ich bin ja nicht doof. Wenn ich aber von einer Marke überzeugt bin, und das bin ich bisher auch, ich kann jetzt keine negativen Sachen für mich feststellen, warum denn nicht? Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich habe das Teil hier, ich finde es immer wieder geil, den anzugucken, den habe ich für 365 € bekommen oder aufgerundet 365 € mit dem ganzen Zubehör, das gucken wir uns gleich noch an. Und ich denke, dass es so ein Gerät mit den Funktionen und dieser Leistung für das Geld, Neukauf, also nicht irgendwie gebraucht oder sonst irgendwas, gibt es nicht so nochmal. Wenn ihr das anders seht, bin ich wirklich mal gespannt. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Man lernt ja eben nie aus. Und gerade weil ich schon so viele Geräte von Bosch habe, macht es natürlich Sinn, mir auch dann noch einen Staubsauger von Bosch zu holen, weil diese ganzen Adapter einfach ineinander passen. Ich habe jetzt hier einen 35 mm Adapter, der passt wunderbar in die Bosch GKT 55 GCE, eine Tauchkreissäge, habe damit auch schon geschnitten, passt. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, der Adapter passt auch. Auch an der Tischkreissäge GTS 10XC passt dieser Adapter. Ihr habt hier so einen Stutzen mitgeliefert, zack, schieben wir rein und auch hier passt dieser 35 mm Adapter wunderbar rein, drinne, und jetzt könnt ihr sauber damit arbeiten. Eine ganz wichtige Erkenntnis habe ich bei meiner Kappsäge GCM8SJL gewonnen, weil hier ist ja, im Endeffekt ist ja wirklich eine coole Absaugung verbaut, weil ich eine Zwei-Wege-Absaugung habe. Ich habe einmal hier oben einen Absaugweg und auch hier unten, sodass das Werkstück wirklich, oder die Sägespäne vom Werkstück wirklich von mehreren Ebenen abgesaugt werden können. So, das Problem ist, wenn ich jetzt versuche, mir selber was zu basteln, darf der Adapter oder der Schlauch nicht zu weit hier reinragen, weil ich dann automatisch einen Absaugweg versperren würde. Mein Ausweg war dann im Endeffekt ein Adapter aus dem 3D-Drucker von einem Arbeitskollegen. Das Ding funktioniert auch wunderbar. Zack, ist drinne. Ist nicht hundertprozentig dicht, aber es saugt gut ab. So viel kann ich sagen. Und jetzt habe ich einfach mal vorhin rumprobiert, wie funktioniert das mit dem Click-and-Clean-System vom Staubsauger. Das ist relativ easy. Ihr habt hier zwei rote Nippel, die drückt ihr rein. Und schon könnt ihr diesen Adapter abnehmen. Übrig bleibt der Absaugschlauch und eben dieser kleine Spannring. Und siehe da, Click-and-Clean-System funktioniert. Ich muss gerade nochmal so hinbekommen, dass ihr auch was seht. Zack, das rastet ein. Das Ding hier sitzt wirklich bombenfest. Geht nur bis hierher, das bedeutet, beide Absaugwege sind frei und das Ding kann mörderlich gut absaugen. Echt geile Sache. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass ich den Staubsauger mit meinem Absaugsystem betreiben kann. Ich habe hier einen Dust Commander 30 mit einem Zyklonabscheider, habe überall DN50 Rohr verwendet und jetzt ist natürlich wichtig, dass dieser Adapter hier auch passt, ohne dass ich wieder irgendwas dazwischen frickeln muss. Und wenn ich den hier reinschiebe, zack, ist das Ganze luftdicht abgeschlossen und das Ganze funktioniert einwandfrei. So, wir haben alles dabei, eine Fugendüse, einen Krümmer, die Bodendüse mit den jeweiligen Lamellen, um halt auch nass saugen zu können. Dann haben wir hier drei verchromte Saugrohre, die sind 35 cm lang und haben einen Durchmesser von 35 mm. Dann haben wir hier noch einen Entsorgungssack und, also es sind fast im Endeffekt ein Plastikbeutel. Und dann haben wir hier noch drei Fließ-Staubsaugerbeutel mit dabei. Einer ist schon verbaut oder eingesetzt, deswegen liegen hier nur noch zwei. Und natürlich auch noch ein 5 Meter langer Absaugschlauch und natürlich dieser Lamellenfilter, der schon eingebaut war. Was für mich auch ein wichtiges Feature bei solchen Geräten ist, ist natürlich eine Master- und Slave-Steckdose. Das bedeutet, ihr könnt hier ein Werkzeug anschließen. Wenn ihr das Werkzeug dann in Betrieb nehmt, springt auch automatisch der Staubsauger mit an und die Absaugung ist eben dauerhaft gewährleistet. Ist ganz wichtig für mich, das hatte auch schon mein Kärcher WD3P, deswegen hatte ich mich damals auch für den entschieden und ist eine ganz, ganz nützliche Funktion, gerade auch für die Anordnung meiner Absauganlage. Dazu mache ich dann auch mal noch ein separates Video. Wichtig ist aber, dass hier Geräte angeschlossen werden, die mindestens 100 Watt Leistungsaufnahme haben, damit die Schaltung überhaupt funktioniert, damit die mitbekommt, dass da gerade ein Gerät angeschaltet wurde. Und maximal 2200 Watt ist auch eine ganz, ganz wichtige Zahl für mich, weil somit ist sichergestellt, dass ich hier problemlos die GTS 10XC anschließen kann, weil die liegt bei maximal 2100 Watt. Ihr braucht also keine komplizierte, also aus meiner Sicht komplizierte Master- und Slave-Schaltung euch selber irgendwie zurechtzubasteln oder auch eine Nachlauffunktion irgendwie zurechtzubasteln. Die Nachlaufzeit bei dem Gerät liegt bei 15 Sekunden, das finde ich auch ordentlich. Somit ist eben auch sichergestellt, dass da auch die letzten Krümel dann noch rausgesaugt werden. Bei dem Kärcher lag die, glaube ich, bei 5 Sekunden oder sowas, auch in Ordnung, aber je länger, umso besser. Die maximale Leistungsaufnahme von dem Gerät liegt bei 1380 Watt. Der hat also schon ordentlich Leistung und diese Leistung ist stufenlos regelbar mit so einem kleinen Drehregler hier. Ich habe bisher nur auf Min mit dem Teil gearbeitet und das hat mich schon wirklich zufriedengestellt. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist auf Max. Gerade auch was das Thema Geräuschpegel anbelangt, wenn auch noch ein zusätzliches Gerät mit angeschlossen ist. Das gucken wir uns nachher mal noch an. Und wenn das Teil hier auf Max gestellt ist, hat das einen oder entwickelt das einen Unterdruck von 254 Millibar und einen Luftstrom von 74 Litern pro Sekunde. Diese beiden Werte sagen mir persönlich im Endeffekt nichts, aber anhand dieser Werte kann ich das Gerät eben mit anderen Geräten super vergleichen. Wichtig ist für euch zu wissen, das sind zwar gute Werte, machen das Gerät aber nicht einzigartig oder zum besten Gerät, denn auch andere Hersteller, ich sag mal in dieser Klasse hier, haben ähnliche, gleiche oder vielleicht teilweise sogar noch bessere Werte. Ich verlinke euch da mal ein Video zu, wo Kollegen, ist leider nur auf Englisch, aber wo Kollegen 5 oder 6 namenhafte Staubsauger miteinander verglichen haben. Da ist unter anderem auch der dabei, nicht als L-Version, sondern als M-Version. Und der Staubsauger war konstant im Mittelfeld. Das Video hat mich wirklich überzeugt, dass ich mit dem ja definitiv nicht falsch liegen werde. Jetzt haben wir noch das Thema AFC, Automatic Filter Cleaning. Das bedeutet automatische Filterreinigung. Ist für mich auch ganz, ganz wichtig, weil bei meinem alten Staubsauger Kärcher WD3P hatte ich im Endeffekt so einen Patronenfilter drin. Die Oberfläche kann man natürlich nicht vergleichen mit der des Flachfaltenfilters hier drin. Aber das Teil war relativ schnell dicht, verschnieschnattelt. Man muss es ausklopfen, kann das ja auch auswaschen und so weiter und so fort. Aber es ist halt relativ schnell dicht und das merkt man eben auch wirklich relativ rasch an der Saugleistung, wenn man jetzt irgendwelche Sachen in Wände bohrt, wenn man mit der Mauernutfräse hier arbeitet und so weiter und so fort. Und genau deswegen ist es mir eben wichtig, dass das neue Gerät so eine automatische Filterreinigung hat. Das haben auch andere Hersteller. Ganz klar, ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Bosch. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ich jetzt das Gerät anschalte, ist automatisch diese automatische Filterreinigung immer aktiviert. Das bedeutet, ich mache die jetzt, schalte die jetzt hier aus. Zack, ihr seht, die grüne LED leuchtet nicht mehr. Macht das Gerät jetzt aus, macht das wieder an und schon leuchtet die wieder. Das bedeutet, die Funktion ist wieder aktiv. Deswegen war ich mir anfangs wirklich unsicher, ob ich mir die AFC-Funktion hole oder SFC+. Das bedeutet Semi-Filter-Cleaning, also halbautomatische Filterreinigung. Da kann das Ganze mit einem Knopf am Schlauch gesteuert werden, an- und ausgeschalten werden. Dann habe ich mir aber überlegt, wenn ich jetzt wirklich irgendwie mal über Kopf bohre oder mit einer Mauernutfräse wieder irgendwo lang ziehe und dann noch irgendwie rumwurschteln muss und am Schlauch irgendeinen Knopf drücken muss, dass die Absaugung funktioniert, da habe ich keinen Bock. Wenn ihr die jetzt ausschaltet und ihr habt jetzt hier an dieser Master Slave Steckdose ein Gerät dran, was ihr an- und ausschaltet, ist das egal, dann bleibt diese Funktion trotzdem deaktiviert. Es hat wirklich nur was mit dem Hauptschalter hier am Staubsauger zu tun. Was ist denn jetzt aber diese AFC-Funktion nun ganz genau? Ich hatte hier wirklich falsche Vorstellungen. Ich dachte nämlich immer, dass es eine mechanische oder dass der Filter mechanisch gereinigt wird, dass da wie so eine Rüttelplatte an dem Filter rüttelt und dass der Dreck dadurch rausrieselt. Ist es aber anders. Im Endeffekt sorgt das Gerät dafür, dass, wenn das aktiviert ist, alle 15 Sekunden ein starker Luftstoß den Filter auspustet. Und das Auspusten ist auch wirklich so stark, dass das ganze Ding hier leicht wackelt und dieses Rumpeln, ihr werdet es gleich noch hören, dieses Rumpeln hört man wirklich oben in der ersten Etage. Wir sind ja hier im Keller. In der ersten Etage ist das zu hören. Als Vergleich, wenn ich hier die Tischkreissäge anstelle und hier wirklich ordentlich säge, ist das nicht zu hören. Aus diesem Grund werde ich mir mal noch eine, ja, wie so eine Schaumstoffmatte besorgen. Am besten, also ich stelle mir da vor, wie so eine Übungsmatte beim Sport. Die werde ich hier drunter unter den Staubsauger legen, weil der wird auch hier in dieser Position größtenteils stehen. Dass dann diese starken Schwingungen einfach durch diese Matte aufgenommen werden und sich somit nicht übers Mauerwerk, übers ganze Haus verteilen. Mal gucken, ob das was bringt. Der Flachfaltenfilter ist auf der Rückseite des Gerätes zu finden. Hier gibt es einen ganz normalen Hebel, den drücke ich hoch, kann dadurch das Gerät öffnen und könnte jetzt hier diesen Flachfaltenfilter wechseln. Sieht im Endeffekt aus wie so ein eine kleinere Version von einem Luftfilter beim Auto. Flachfaltenfilter, der hat eine Gesamtoberfläche von, ich sag mal, knapp 6,1 Quadratmetern. Das ist schon gar nicht so ohne. Und sorgt eben dafür, dass hier möglichst wenig Dreckpartikelchen oder wie auch immer dann in die Luft wieder ausgegeben werden. Wenn ihr dazu noch den Fließbeutel verwendet, dann stellt ihr sicher, dass da wirklich so wenig wie möglich Staubpartikelchen irgendwie hier hinten ausgeblasen werden. einfach nur geil. Ihr habt es gesehen, ich habe versucht, das irgendwie ruckelfrei hinzubekommen, dass ihr mal diese Dezibelwerte seht. Ganz normal mit dem Handy aufgenommen. Und von der Platzierung her war das so, für die das jetzt wichtig ist, das Handy lag auf ca. 90 cm Höhe. Das Mikro war jetzt nicht irgendwo in Richtung beider Maschinen gerichtet, sondern war eigentlich immer auf mich gerichtet und war so ca. 1 Meter, 1,20 Meter jeweils von beiden Maschinen entfernt. Ja, den Riesenunterschied von Min zu Max, was die Leistung anbelangt, hat es jetzt nicht gemacht. Das hat irgendwie immer zwischen 80 und 90 Dezibel ganz grob sich eingepegelt, wo beide Maschinen liefen. Alles soweit IO. Ich hatte dabei definitiv die Ohrhörer auf, weil ohne solche Ohrstöpsel ist das wirklich, also mal kurz von mir aus ja, aber auf Dauer, wenn ihr sowas regelmäßig macht, holt euch solche Teile. Müssen nicht solche alten sein wie bei mir, können auch neue sein. Wurst, Hauptsache die Ohren sind irgendwie geschützt. Aber ihr habt es gesehen, wo ich diese AFC-Funktion eingeschalten habe, das wummert schon ordentlicher. Und da ging dann eben auch die dB-Werte auch mal über 100, zwar nur kurzzeitig, aber es ist egal, wenn ihr jetzt hier in so einem kleinen Kellerraum seid oder in eurer Garage und der Schall hier überall sich bricht und so weiter und so fort, ist das einfach auf Dauer unangenehm und einfach nicht gesund für eure Ohren. So, ihr habt es gesehen, der Haufen 40 cm breit und in der Mitte 10 cm hoch. Teilweise Staub, gröberes Material oder auch längeres Material wurde gnadenlos weggesaugt. Ich habe das Ganze nicht direkt mit dem Staubsauger gemacht, sondern über die Absauganlage. Dafür ist er auch da, damit das ganze Material im Dust Commander landet und eben nicht den Staubsauger belastet. Ich habe das Ganze auf maximaler Leistung gefahren. Die AFC-Funktion, ich glaube, ihr habt es gehört, die war aktiviert. Es ist soweit alles weg und das wollte ich euch einfach noch gezeigt haben, auch wenn ihr jetzt sagt, das Ganze ist jetzt nicht repräsentativ und so weiter und so fort. Deswegen verlinke ich euch ja das Video, was ich da vorhin schon erwähnt hatte mit dem Vergleich der ganzen Staubsauger. Ich glaube, das ist ganz schön aufschlussreich. Und es stellt sich jetzt ja noch die Frage, warum habe ich mir die Variante L, also Staubklasse L geholt und nicht die Staubklasse M? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist einfach der Preisunterschied von ca. 100 €. Die Variante M kostet derzeit bei Idealo so irgendwas bei 460 € oder irgendwas. Jetzt mögen manche sagen, na gut, aber 100 € für mehr Gesundheit im Endeffekt, das ist doch ein Klacks. Das mag sein. Ich glaube aber, da ich ja den Dust Commander dazwischen geschalten habe, den Fließbeutel da noch mit drin, ich denke, für meine Werkstatt ist das ja ausreichend. Und zusätzlich werde ich auch noch einen Luftfilter hier installieren. Das kommt auch noch ein separates Video dazu. Ein selbstgebauter Luftfilter. Und ich denke, damit bin ich hier wirklich in meiner Werkstatt gut gewappnet. Definitiv besser als vorher mit dem Kärcher Gerät, auch wenn der auch gute Saugleistung gehabt hat. Filterleistung war jetzt nicht so pralle im Vergleich zu dem Gerät jetzt, ne? Und von daher für mich alles gut. Alles in allem bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Gerät. Für meine Zwecke mehr als ausreichend, das könnt ihr mir glauben. Und mit dieser Ausstattung, der 5 Meter lange Saugschlauch, das lange Stromkabel und so weiter, ich komme ja wirklich in jede kleinste Ecke in meiner Werkstatt, komme sogar noch drüben in den Trainingsbereich. Alles wunderbar. Das Ganze ist auch für außen dann wunderbar geeignet, wenn ich dann, ich sag mal, im Outdoor-Bereich wieder irgendwelche Videos drehen sollte. Alles gut. In einigen Foren hatte ich gelesen, da haben ja Leute gefragt, kann man den auch als, ich sag mal, handelsüblichen Staubsauger für die Wohnung oder fürs Haus verwenden. Also ich würde mal sagen, von der Leistung her definitiv. Das ganze Equipment ist ja auch mit dabei. Aber ich glaube, eure Frau, euer Partner, Partnerin oder wie auch immer, zeigen euch da einen Vogel, weil das Teil ist dafür einfach zu groß. Es ist zwar wendig über diese 360 Grad beweglichen Rollen vorne dran, aber einfach wirklich relativ schwer. Und für eine Frau oder wie auch immer, wenn man jetzt irgendwelche Treppen saugen muss, nee. Für die Werkstatt alles gut, für den Heimbereich holt euch da ein anderes Gerät, weil es leichter ist und fertig ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch auf irgendeine Art und Weise ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, auf die ich jetzt hier nicht explizit eingegangen bin, wie Abmaße, Größe und so weiter und so fort, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche euch da die Antworten schnellstmöglich nachzuliefern. Lasst bitte auch einen Daumen nach oben da oder auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Abo ist natürlich immer gerne gesehen, da braucht man nicht drüber reden. Und ich sage Tschüssikowski, euer Thomas von Hobbybuilding. Auf Wiedersehen. Hobbybuilding, Hobbybuilding. Hobbybuilding.